Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon Age Origins, wo wir jetzt noch, ja, die letzte Kampagne machen werden, nämlich Hexenjagd, denn die habe ich immer noch nicht gespielt damals. Ich bin aufgeregt, was wir machen müssen. Ich weiß, dass wir Morrigan jagen und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Auf geht's. Das ist das Einzige, was ich über diesen DLC weiß. Aus einem Modul importieren. Liara. Moment. Warum habe ich jetzt zwei Liaras hier? Moment. Spielstand nach der Kampagne, das Ende. Portieren. Und was ist das hier für eine Liara? Ah, okay. Ich muss gleich mal gucken, welche das ist. Das ist, müsste jetzt das. Ja, das müsste sie sein. Importieren wir die mal. Flemeth sagte einst, das Verbotene wecke die Versuchung. Folgt mir nicht, sagte ich, und doch sucht ihr nach mir. Manche Türen sollten lieber verschlossen bleiben. Jetzt bin ich neugierig, was wird passieren? Werden wir Morrigan da drin finden? Oder Flemeth? Oh, was ist denn los? Ich bin froh, dass du hier bist. Allein würde ich es nicht schaffen. Du erinnerst dich an diesen Ort, nicht wahr, mein Junge? Es ist so lange her. Keine Sorge, wir werden Morrigan finden und dann wird sie bezahlen. Wir werden Morrigan finden, wie versprochen. Ja, und hat doch einen Namen! Garrus! Mein Gott! So. Aber vorher mache ich ganz kurz Transkript PC im Mortal. Ich setze ihn mal ganz kurz rein. Und da wir nur mit dem Hund unterwegs sind, wird das extrem schwer sein. Oh, ich will nicht mit dem Hund steuern. Flemmefitte. Oh, wer ist das denn? Keinen Schritt weiter. Was wollt ihr hier? Ruft euren Hund zurück, Sham. Ganz ruhig, mein Junge. Was, Junge? Nehmt eure Waffe. Er sagt ihr mir, wer es hier wollt. Ich glaube, ich habe zuerst gefragt. Also schön. Ich bin Ariane vom Volk der Dalish. Mein Hüter hat mich ausgesandt, um Asha Bellanar zu finden. Die Frau der vielen Jahre. Flemeth? Ich bin Liara und ich suche nach Morrigan. Ich verstehe. Dann haben wir mehr gemeinsam, als ich erwartet hätte. Ich mache ebenfalls Jagd auf Morrigan. Sie hat meinem Clan großen Schaden zugefügt. Hat sie auch euch Unrecht getan? Ja, wenn ich sie finde, wird es hier tot sein. Boah, sie ist eine Freundin und ich mache mir Sorgen um sie. Eine Freundin? Diese Bezeichnung hätte ich im Zusammenhang mit einer Hexe der Wildnis am wenigsten erwartet. Vielleicht könnt ihr sie dann ja zur Vernunft bringen. Morrigan hat ein altes Buch gestohlen, das mein Clan seit den Tagen von Arlathan bewahrte. Niemand sonst hatte ein ähnliches Stück unserer Geschichte. Alles, was wir einst besaßen, all das Wissen über unsere alte Magie wurde uns genommen. Erst von den Magistern aus Tevinter und dann vom Zirkel. Und Morrigan nahm uns auch den letzten Rest. Was ist an dem Buch so besonders? Woher wisst ihr, dass das Morrigan gestohlen hat?
Ah, ich will gerne beide Fragen stellen. Was ist an dem Buch so besonders? Die Dalish sind seit fast 2000 Jahren nur noch Wanderer. Wir sind nur ein Schatten unserer einstigen Größe. Obwohl uns vieles in diesem Buch ein Rätsel ist, so ist es doch einer der wenigen Hinweise darauf, wie wir unsere Vergangenheit wieder aufleben lassen können. Mein Hüter, Solan, sagte, es sei eine Abhandlung über etwas, das die Ahnen Illuvien nannten. Doch dieses Wort ist so alt wie das Buch selbst. Und niemand kennt mehr seine Bedeutung. Abgesehen von Morrigan vielleicht. Woher wisst ihr, dass Morrigan es gestohlen hat? Sie hat unseren Clan vor einem Monat im Namen der Freundschaft aufgesucht. Und großes Interesse an unserer Vergangenheit gezeigt. Sie wusste genau, wonach sie suchte. Der Hüter gestattete ihr, sich das Buch anzusehen. Und zwei Nächte später war es verschwunden. Und was jetzt? Helft mir. Wir beide wollen Morrigan finden. Und wir können einander helfen. Ein Elfenmagier hatte meinem Clan das Buch über Illuvien zurückgebracht. Er hatte es aus dem Zirkel der Magi gestohlen, bevor er ein Abtrünniger wurde. Er sagte, es gäbe in der Bibliothek noch andere Schätze. Aber der Zirkel würde es einem Dalish niemals gestatten, sie sich anzusehen. Doch vielleicht liegt die Sache bei euch ja anders. Sie müssen mich reinlassen. Ich bin ein grauer Wächter. Masiranas, ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Jetzt haben wir einen neuen. Oh, interessant. Jetzt haben wir einen neuen Charakter offenbar. Cool. Und sie hat eine interessante Rüstung an. Ach, das ist eine Truhe. Der Inhalt dieser Truhe wurde schon vor langer Zeit entnommen. Ach ja, das war ja ich, nicht wahr? Ich erinnere mich. Oh mein Gott, dunkle Brut! Was macht die dunkle Brut denn hier? Was will die dunkle Brut denn hier? Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich auch, nehme ich mal an. Ich weiß ja nicht, wer du bist. Weltkarte. Oh, wir können nur von da nach da reisen. Ah, dann zum Turm des Zirkels. Jetzt wird es interessant. Die Verderbnis ist ja aufgehalten worden. Willkommen bei Ferelden's Zirkel der Magi. Bitte haltet euren Hund unter Kontrolle. Einige der Schüler sind leicht zu erschrecken. Und wie ich sehe, begleitet euch eine Dalish-Elfin. Ist das ein Problem? Ariane ist vertrauenswürdig. Was soll das denn heißen? Dass die meisten Dalish Diebe sind? Wenn ihr das sagt, es ist dem Zirkel eine Freude, euch als Gast begrüßen zu dürfen. Wie ihr seht, hat sich seit eurem letzten Besuch einiges verändert. Wo ist Gregor? Gregor geht in Denerim einigen wichtigen Angelegenheiten nach. Mein Name ist Hadley. Ich führe die Templer während der Abwesenheit des Kommandanten an. Ich muss in die Bibliothek. Wenn ihr nach einem Buch sucht, könnt ihr im Registerbereich beginnen. Als Kommandantin der Wächter könnt ihr den ersten Stock des Turms mit euren Gästen ohne Eskorte erkunden. Schönen Tag noch. Oh. Ich verstehe, warum Hüter Solan nicht wollte, dass ich hierher komme. Es ist so verlockend, die strenge Ordnung ihrer kleinen Welt durcheinander zu bringen. Oh ja. Vielleicht ist der Wynn auch hier irgendwo. Ah ne, die hat ja einen Posten an Denim angenommen. Was ist sie überhaupt? Was ist sie überhaupt, genau? Ariane ist... Was ist sie überhaupt? Was ist sie überhaupt? Sie ist eine... Kriegerin. Gut zu wissen. Was ist hier? Hast du die Geschichten über die Heldin Fereldens gehört? Angeblich hat sie mal einen Piraten und drei eingefettete Nuts mit ins Bett genommen. Das will ich niemals machen. Was seid ihr denn für perverse Frauen? Meisterhafter Lyriumtrank, Mabari-Kekse. Nom, 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 nom. Wie ihr meint. Ich schaue mich ja nur ein bisschen um. Was denn? Das habe ich nicht. Schön, ja.
Ein bisschen vielleicht. Aber du musst doch zugeben, dass es verlockend ist, oder? Diese Magier sind ja alle so selbstgefällig. Sie halten sich ja für so wichtig. Du findest, ich sollte mich entspannen? Ja, du hast vielleicht recht. Sandel, was macht er denn hier? Verzauberung? Sandel, was macht ihr denn hier? Verzauberung. Hallo, Hündchen. Sandel wird eine Weile im Turm bleiben. Die Besänftigten untersuchen seine Verzauberungsfähigkeiten und scheinen dabei einiges zu lernen. Verzauberung! Ja. Wo ist Bodan? Bodan treibt Handel in Redcliff. Wenn ihr an seinen Waren interessiert seid, kann euch Sandel bestimmt einige davon anbieten. Okay. Könnt ihr, ich möchte was verkaufen. Interessant. Sandel, was macht der denn hier? Das ist aber cool. Oh, was, was haben wir denn da für ganz viel tolles Zeug? Schön, dass die Verzauberungen von einem Zwerg gelehrt werden und die Besänftigten können was davon lernen. Schön. Kann ich mit ihm reden? Nein, kann ich nicht, offenbar. Da werden die Phylakterien aufbewahrt, das weiß ich. Oh, was ist das für ein langer Gang hier? Wie ihr meint. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Oh, eine Elfin. Ach du Schande, ich muss so viel... Ist das ein reinrassiger Marvari? Ich wünschte, ich hätte auch einen. Sie sollten uns im Turm Haustiere gestatten. Hast du etwa das Desaster mit den Drachenjungen vergessen? An der Decke im dritten Stock kann man immer noch sehen, wo Ivan geröstet wurde. Ich rede von normalen Haustieren. Hunden, Katzen, Ratten, Eulen. Solche meine ich. Eulen. war das eine Anlehnung auf Hogwarts? Eulen, natürlich. Magische Eulen bestimmt, ne? Oh, ich hasse die Templer. Ah, und hier. Register M bis S. Das ist ein alphabetisch sortiertes Buchregister, das von M bis S reicht. Seo und Wahrsager. 3, 2, 1. Nix. Register G bis L. Lauernder Tiefe, kleine und große Feuer, geografisches merkwürdige Fairwells, geistige Abschirmung zum Schutz der Superbesessenheit. Weggehen. Betrachtet es als erledigt. Von A bis F alles über Unkraut, Balsame des Schutzes und der Verzauberung, ein Katalog elfischer Relikte. Phönix Umschlagrezepturen. Da muss es das hier sein, oder? Wachalbträume und wahre Qualen. Unter der Brücke. Wandelnde Bombe, die ansteckende Variante. Übersetzung elfische Sprachen. Also ich finde hier nichts. Wie ihr meint. Welches Buch ist hier? Ach du Schande, wonach suche ich hier überhaupt? Moment. Hexenjagd. Durchsuche ich das Zirkel der Information über Eluvian. Eluvian. Fabelwesen. Fabelwesen. Schule der Veränderung. Und das ist hier wirklich eine Suche, die Nadel im Heuhaufen. Fabelwesen.
Gott. Wonach suche ich denn? Moment. Da war's. Psst. Hey du, Hund. Denkst du, du könntest dich an den Magier da drüben anschleichen? Was sollte das denn werden? Was glaubst du? Wie hoch wirft er diese Dinger wohl in die Luft, wenn er sich umdreht und dich plötzlich direkt vor sich sieht? Aha, ja. Ein Katalog elfischer Dialekte. Ich erkenne das Zeichen auf dieser Seite. Ich glaube, es gehört zu dem Wort Illuvian. Ist das elfisch? Ich glaube schon. Auch wenn die Schrift seltsam ist. Das ist doch eine Bibliothek. Vielleicht hilft uns ein anderes Buch bei der Übersetzung. Ah, wir haben was geschafft. Historische Artefakte, elfische Sprache. Elfische Sprache, vielleicht. Ist das eine Dänisch-Elfin? Hör auf zu gaffen. Ich habe gehört, sie schneiden einem die Augen raus, wenn man ihre Tätowierungen anstarrt. Das ist doch Unsinn. Ist es nicht? Ich habe es irgendwo gelesen. Glaubst du etwa alles, was du liest? Ich gehe einfach lieber auf Nummer sicher. Ich muss sicher gehen, dass ich hier irgendwo was finde. Geschichte. Da. Welches Buch möchte ich haben? Übersetzung elfischer Sprachen. Das Buch nehmen. So. Was jetzt? Ich übersetze das Buch. Den Text für elfische Relikte zu übersetzen. Ah, okay. Gott, ist das kompliziert. Und jetzt das hier machen, ne? Komm schon. Katalog elfischer Relikte. Weiter. Oh, wie kommt ein Hund hier rein? Und was macht ihr da? Seid vorsichtig. Lasst meinen Hund in Ruhe. Mit was soll ich vorsichtig sein? Ihr biegt das Buch zu weit durch. Der Einband wird reißen und sämtliche Seiten werden herausfallen. Mir wird schon schwindelig, wenn ich nur daran denke. Hört mal, ich habe hier etwas wirklich Wichtiges erledigen. Seid ihr mit diesem Buch vertraut? Ich habe es schon benutzt, aber ich kenne es nicht auswendig. Ihr seht euch das Kapitel über die Illuvien an? Aber ihr wisst schon, dass nie jemand einen gefunden hat, oder? Ihr wisst, was Illuvien bedeutet? Es ist ein altes elfisches Wort für sehendes Glas. Ein Spiegel. Was wisst ihr sonst noch darüber? Ein Illuvian ist nicht nur irgendein Spiegel. Er ist etwas Besonderes. Als das Reich Arlathan gebrandschatzt hat, haben die Magister diese Spiegel mitgenommen und versucht, ihre Macht freizusetzen. Aber sie konnten sie nur verwenden, um über große Distanzen hinweg miteinander zu kommunizieren. Halte ich das für möglich, Ariane? Solin dachte, Illuvian sei ein Ort. Meine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit einem anderen Clan der Dalish begegnet. Zwei seiner jungen Jäger hatten in irgendwelchen Ruinen einen merkwürdigen Spiegel entdeckt. Einer von ihnen ist verschwunden. Die andere wurde todkrank. Der eine wurde niemals gefunden. Der andere starb. Der Clan hat Ferelden anschließend verlassen und ist in den Norden gezogen, um seine Trauer zu vergessen. Ich weiß, welcher Clan das ist. Das sind die Dalish-Elfen. Ich erinnere mich, wenn wir einen Dalish-Elfen mit Dragon Age Origins gespielt hätten, wäre das genau passiert. Wir wären in den Spiegel Der unser Begleiter wäre in den Spiegel reingesogen worden und wir würden dann unter Duncans Fuchtel rekrutiert werden. Ich erinnere mich, ja, so war das. Ich weiß, es klang ein bisschen verwirrend, aber so ist es so. Wenn man einen Elfen spielt, der nicht aus Denubim kommt, sondern aus dem zu den Dalish-Elfen gehört, dann ja, dann gehört das dazu.
Diese Spiegel sind gefährlich. Was wurde aus dem Spiegel? Aber was wurde aus dem Spiegel? Oh, er wurde so zerbrochen, zerstört. Warum? Er war von der dunklen Brut verdorben. Und es gab keine Hoffnung, ihn reinigen zu können. Sie haben es getan, um andere zu schützen. Selbst wenn er beschädigt ist, könnte man mit ihm die anderen finden. Nein, ganz langsam, Finn. Du musst dir sicher sein. Was ist? Was wisst ihr? Das ist alles so aufregend. Wir müssen ins Repositorium. Hedley hat den Schlüssel. Kommt schon. Och. Ach, er will uns helfen. Oh, sehr nett. Wer bist du überhaupt? Ach, sein Name ist Finn. Okay. Okay, haben wir einen neuen Begleiter offenbar. Oh Gott, das ist kompliziert. Seht mal, Finn, er hat mir eine Blume gebracht. Sei aufmerksam. Sie ist wunderschön. Ein bisschen angesabbert, aber wunderschön. Oh. Vielleicht solltet ihr ihm sagen, er soll euch eine Morrigan bringen. Das würde uns eine Menge Ärger ersparen. Wer weiß du das? Du bist doch gerade erstmal dabei gestoßen. Mann. Hedley! Genau der Mann, nach dem ich gesucht habe. Dann habt ihr wohl nicht besonders intensiv gesucht, nehme ich an. Ich bin immer hier. Also ich, muss ins Repositorium. Nein. Nein? Und warum nicht? Ich bin nicht irgendein unbeholfener Schüler. Es liegt an mir, richtig? Nein. Die Wächter sind in letzter Zeit unberechenbar. Deshalb bleibt das Repositorium zur Sicherheit aller verschlossen. Oh, na dann, entschuldigt, dass ich euch belästigt habe. Was ist mit Ihnen geschehen? Bedauerlicherweise wissen wir das noch nicht genau. Das Repositorium wird für die alltäglichen Abläufe im Zirkel nicht unbedingt gebraucht. Deshalb haben wir es vorerst versiegelt, bis wir mehr Männer entbehren können. Es gibt immer irgendwas, was zerschlagen werden muss. Ich erledige das. Ich werde euch bei dieser Sache helfen. Ach. Nun gut. Es ist euer Leben. Aber bevor ihr dort hinuntergeht, was gibt es dort Wichtiges? Die Statue. Sie weiß einige Dinge über Tevinter und ich muss mit ihr sprechen. In Ordnung. Seid vorsichtig und richtet so wenig Chaos wie möglich an. Wisst ihr eigentlich, dass es ein Zeichen für Wahnsinn ist, sich mit unbelebten Objekten zu unterhalten? Nicht, wenn sie auch mit einem sprechen. Ihr denkt, diese Statue... Los, such! Kusch! Hä? Ihr Hallo? Müsst ihm schon etwas geben, wonach er suchen kann. Ihr könnt doch nicht einfach Such sagen und erwarten, dass er irgendwas für euch findet. Oh, falsch. Und warum nicht? Ich habe mal von einem wirklich klugen Mabari gehört, der einfach losgelaufen ist und immer irgendwas gefunden hat. Betrachtet Ein Kuchen es zum Beispiel. Erledigt. Ich glaube, der hier ist kaputt. Schön, wenn die sich unterhalten. Ich dachte, da kommt jetzt was. Dann gehen wir jetzt mal ins Repositorium. Nachdem der Letzte hier sein Phylakterion zerstört hat. Nämlich Joan. Oh, ich wette, wir müssen... Ach, wir gehen wieder auf einen einfachen Weg gehen. Oder doch nicht. Verderbter Wächter. Oh. Aus dem Nichts beeinflusst die Wächter. Wir müssen uns darum kümmern. Dann zerstören wir den Riss. Ja, ich lebe. Wir haben es geschafft. Und die Wächter werden wieder normal. Wir sollten uns vielleicht auch um die anderen Risse im Schleier kümmern. Ja, warte mal. Statue. Aber erstmal will ich gerne mal hier hoch. Alte Fläschchen. Hier wurden einst die Phylakterien der Schüler aufbewahrt. Aber sie wurden an einen sicheren Ort geschafft. Jetzt wissen wir nicht einmal mehr, wo sie sind. Oh, ich finde das so ätzend, dass ihr Magier darunter leiden müsst. Das hasse ich wie die Pest. Ihr seid Magier, ihr müsst euch Blut abzapfen, damit ihr wisst, wo ihr euch finden könnt. Das Gefängnis wurde gesprengt. Ich sehe das eindringende Dunkel. Unglaublich. Sie spricht tatsächlich. Hallo? Der Schatten wird alles verzehren.
Sie scheint Angst zu haben. Irgendetwas beunruhigt sie. Vermutlich die Risse im Schleier. Wenn wir den Schleier nicht reparieren, ist die Statue nutzlos. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal die Schleier zerstören müssen. Wieder in Ordnung bringen. Ah, hier. Da. Zerstört den Riss. Die Wächter. Sind das Statuen? Ah, komm schon. Zerstört den Riss. Der ist zerstört. Ah, gut. Weiter geht's. Wir müssen, das ist eigentlich ganz alles ganz einfach. Wir müssen ja nur die Risse zerstören. Bzw. sie wieder reparieren. Welche kleine Robe. Hallo. Hey. Na los. Oh oh, der ist verderbt. Ach, ach fuck. Der ist verdorben. Das wäre auch erledigt. Also kämpfen wir uns einmal hier durch das ganze Repositorium. Vorsicht! Feinde! Ah. Hast du kein schlechtes Gewissen, dass du exekutierst? Da, das ist er. Ich werde dich erschlagen. Was hast du? Jemand könnte sterben. Jetzt ist der einzige Kämpfer. Ah. Der Wächter in Ruhe stellt aber immer noch keine Gefahr dar. Betrachtet es als erledigt. Was haben wir hier Schönes? Gewand des Seers. Hm. Wahrscheinlich ein Kostüm für Finn. Ah. Na los, beweg dich mal. Angriff auf den Riss. Ah. So, erstmal das Geld nehmen. Wie, das war's schon? Perfekt, das ist super. Jetzt können wir auch direkt mit der Statue schwätzen. Ariane, hat euer Name auf Elfisch eine bestimmte Bedeutung? Bei den Schöpfern. Warum werden Angehörige anderer Völker das eigentlich immer wieder gefragt? Also, ich wollte nicht...
Was ist mit euch? Wurdet ihr nach der Flosse irgendeines heiligen Fischs benannt? Um ehrlich zu sein, war mir der hochwohlgeborene Florian Phineas Horatio Aldebrand einfach ein bisschen zu lang. Und ich war es leid, von den anderen Schülern immer Flora genannt zu werden. Süß, er hat einen Namen wie aus Harry Potter. Gut, dann würde ich sagen, ich beende genau hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.